Noah, willkommen zurück bei GC. Wie fühlt es sich an, dass du jetzt wieder da bist? Sehr gut. Ich bin froh, dass ich jetzt nach 2 Monaten Uni-Verein endlich bei GC unterschreiben konnte. Es war eine lange Zeit, aber es fühlt sich sehr gut an, wieder zurück zu sein. Du hast es angesprochen, du bist ein GC-Bub. Seit 9 warst du im GC-Nachwuchs. Vor 3 Jahren dann der Wechsel zu Lausanne. Ist für dich immer klar gewesen, dass du mal hier zurück zu GC kommen? Ja, also GC war immer im Hinterkopf, vor allem nach über 10 Jahren, die ich eben hier verbracht habe, ist das immer ein Teil von mir gewesen. Und von dem her war es auch eigentlich keine Frage gewesen, dass ich mal wieder hierher spielen kann. Vor 3 Jahren bist du von Zürich nach Lausanne gewechselt. Was sind die Unterschiede zwischen dem Noah Losli, der damals nach Lausanne gegangen ist, und dem, der jetzt zurückkommt? Also ich denke, ich bin reifer geworden, einiges reifer. Auch vor allem auf dem Platz. Ich habe mich eigentlich in allen Bereichen verbessert und probiere, der Mannschaft zu helfen und ihr einen Großteil dazu beitragen. Auch neben dem Platz bin ich gewachsen. Persönlichkeitsentwicklung hat sicher stattgefunden. Zum Abschluss hast du noch eine Nachricht an die GC-Fans? Im Hinblick auf das Wochenende. Kommen alle in Letzi, unterstützen unsere Mannschaft und zusammen holen wir den Derby-Sieg. Alle.